Klick, 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 klick. Da. Haben wir alles? Alles außer ein Bucket. Haben wir zufällig einen dabei? Also Induction Smelter haben wir schon mal. Dann Transpo. Transpo. Transposer. Noch auch ein Bucket. WTF, warum braucht ihr alle Buckets? Ah, wir haben kein Aluminium mehr. Ja gut. Also bevor wir jetzt wieder anfangen, die ganzen Maschinen zu bauen, sollte ich mich wohl wieder ein bisschen um die Smeltery kümmern. Und zwar namentlich um Aluminium und Elektrum. Das heißt, ich hätte gerne so ein Stack davon. Vorher hole ich mal wieder was raus. Sonst läuft wieder irgendwas schief. Coppers, nur Nuggets. Wovon haben wir viel drin? Nix. Das ist alles unter ein Barren. Okay. Also ich haue jetzt einfach alles rein. Ja, schaut gut aus. Oh, noch ein Tipp, den ich bekommen habe, um das Ding hier theoretisch größer zu machen. Man kann Cobblestone direkt reinschmeißen. Das wissen vielleicht viele von euch schon. Mir war es so nicht bekannt. Ich habe es immer über Grout gemacht. Also man kann Cobble direkt reinschmeißen. Man kann aber auch komprimierten Cobble reinschmeißen. Also die Geschichte hier. Und den kriegt man noch schneller genug Seared Stone zusammen. Und den kann man dann hier reinkippen. Und man bekommt diese Seared Bricks. Also nicht die, sondern die anderen, glaube ich. Warte mal. Oh, das ist viel Aluminium, ja. Raus, raus, raus. Ich zeige euch das einfach mal. Also ich schmeiße jetzt mal die komprimierten. Ich komprimiere noch mehr. Du, du. So. Soll bis zu dreifach gehen. Triple compressed. Sehr gut. Du da rein, du da rein, du da rein, du da rein. Den schmeiße ich jetzt da rein. Der schmilzt auch. Und dann müssten wir gleich ganz viel Seared Stone haben. Und den kippe ich einmal in die Barrenform. Dann müssten wir Seared Bricks bekommen. Und einmal hier rein. Dann bekommen wir hoffentlich direkt so ein Seared Bricks Block. Aluminium raus. Eisen raus. Mehr Aluminium da rein. Wie viel haben wir noch? 20. Okay, zweiter Block. Und was wollte ich eigentlich aus Aluminium herstellen? Die Buckets, ne? Ja, mach mal gleich ein paar mehr Buckets, weil wir haben ja gesehen, die Rezepte brauchen die öfters. So, ein Fluid Transposer Ding. Jetzt fehlt noch der Magma Crucible. Na komm, da. Oh, du brauchst ein Leadstone Energy Cell Frame und du brauchst Nether Brick. Nether Brick wäre im Induction Smelter Soul Sand und Netherrack. Ist machbar, okay. Muss also noch ein bisschen warten. Das heißt, wir bauen jetzt zuerst den Induction Smelter auf, stellen damit das Hardened Glass her, stellen damit die Bricks her für den Magma Crucible und machen dann weiter. Gut, und da ist ganz viel Seared Stone. Testen wir mal. Was passiert, wenn wir unsere Pickaxe reinlegen? Das kennen wir schon. Seared Stone. Was wirst du? Smeltery Structure Block. Save for Decoration. Oh, du bist aber, du zählst nicht? Warte. Das können wir ja testen. Ich baue einfach mal ein paar davon. Und gucke, ob wir sie einfach oben draufsetzen können und das zählt zur Smeltery. Und die gehen tierisch schnell hier rein. Das ist sehr kurios. Haben wir davon jetzt 7? 7 werden nicht reichen. 157. So, 10. Gucken wir mal. Hatten wir schon angefangen, da oben was zu bauen? Ja. 1, 2, 3, 4. So, wie testen wir das jetzt? Wir schmeißen einfach wieder mehr rein. Ups. 157. Okay. Nö. Ist immer noch ein halber Stack. Hat sich nicht wirklich was geändert. Das ist schade. Das heißt, wir müssen die jetzt so rausholen. Das ist ein wenig mühselig. Außer man wird es halt automatisieren.
Aber auch das geht ziemlich schnell, auch das Aushärten von denen. Und bevor ich es jetzt vergesse, wir sollten wieder nach oben gehen, die komischen schwarzen Blöcke abbauen. Sonst bleiben die ewig da oben. Ich kenne mich doch. Genau, ihr weg da. Natürlich während wir Sachen einschmelzen. Das ist eine super Idee. So, können wir euch irgendwie hochkombinieren? Nö. Ihr seid echt nur für Deko. Ja, das ist doof. Da. Gleich rein mit euch. Jetzt habe ich 148 von den Dingern. Boah, nee. Gib mir mal bitte einen. Da, Fluidakt. Es müsste theoretisch so gehen. Oh, nicht mit dem verbinden. Müsste theoretisch so gehen. Dann kriegst du ein Servo. So. Dann läufst du durchgehend. Und dann brauchen wir nur noch hier an der Seite ein Item Duct. Duct. Oder ein Importer. Imp. Kein Fluid Importer, nee, normalen. Da haben wir bestimmt nicht wieder das Zeug für, aber ich kann ja mal gucken. So, einen haben wir. Einen haben wir. Einen haben wir. Sehr gut. Testen. Dreh dich mal anders. Da ist jetzt einer drin. Ja, scheint zu klappen. Sehr schön. Das heißt, das Ding saugt jetzt alles aus, was hier reingepackt wird. Das einzige Problem, was wir damit haben, ist, wenn wir ungerade Zahlen haben. Also wenn das Ding nur zur Hälfte gefüllt wird. Das heißt, wir dürfen immer nur gerade Anzahlen an das reinschmeißen im System. Ja, okay, ist schon mal ein Anfang, um das Ganze wieder leer zu bekommen. Und wir werden auf jeden Fall genug Seed Bricks haben, um das Ding weiter hochzubauen. So, du rein, du rein. Ich wollte jetzt eigentlich den Induction Smelter aufstellen. Das machen wir mal hier hinten. Hier. Mit einem weiteren Amity Dynamo. Und ja, es gab da schon von mehreren Leuten die Bedenken, in Anführungszeichen, dass es ja vollkommen eine Verschwendung ist, einen Dynamo richtig drunter zu stellen, weil die Dinger verbrauchen nur 40 und die generieren 80. Das ist mir Wumpe. Echt. Wir werden später absolut keine Probleme damit haben. Und auch jetzt haben wir vielleicht leichte Probleme damit. Aber es ist mir nicht so wichtig, dass ich da jetzt super Feintuning betreiben will. Ja? Also, dann sind sie halt nur mit 50% Leistung. Kann ich mitleben. Ist absolut irrelevant. Das heißt, ich baue jetzt einfach noch mehr Dynamos. So. Wofür wir wahrscheinlich wieder kein Inver haben. Invergier. Eisen. Eisen, 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 Eisen. Mit Matti Dynamo. Zwei Stück. Sehr schön. Die brauchen allerdings wieder Fluid Export. ja. Ich überlege mir gerade, was ich genau mit dem machen will. Also den Induction Smelter könnte man auch automatisieren, aber es ist eine Heidenarbeit. Man braucht für jedes Rezept einen Induction Smelter. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das heißt, das machen wir erstmal nicht. Das heißt, ich werde hier einen Platzhalter hinbauen. Du, da. Hier einen Platzhalter für einen Fluid Exporter. Dann kommt hier ein Dynamo hin. Und dann kommt hier dran der Induction Smelter. Und der wird erstmal... händisch mit Lava befüllt. Nö, da habe ich langsam echt keinen Bock mehr drauf. Das haben wir schon so lange gemacht. Ich versuche einfach jetzt noch einen Fluid Exporter zusammenzubekommen. Export. Da. Fluid Export Bars. Dafür brauchen wir Precision. Dafür brauchen wir... davon einen. Dafür brauchen wir den. Dafür brauchen wir den. Was fehlt bei euch? Goldene Chips. Ah ja, okay. Die sind oben noch im Furnace. Raus mit euch. Was? Ganz viele Crews. Ah, da seid ihr. Okay. Ich dachte schon, die hätten wir alle verbraucht. Das wäre ja nicht so schön. So.
Bau bitte. 1, 2, 3, 4. Da fehlt jetzt schon wieder Fluixdust. Das ist echt eine Krux mit dem. So. Drei Stück davon. Wir haben kein Eisen. Iron. Wir hatten echt kein Eisen mehr. Mann, Mann, Mann. Was mache ich bloß mit dem System? Wow. Ja. Yeah. Das Ding ist ganz schön voll. Es ist voller, als es eigentlich sein dürfte. Das ist auch eine Sache mit dem ME-System. Man kann mit dem ME-System die Smeltery mehr befüllen, als eigentlich reinpasst. Das sieht dann teilweise recht skurril aus und kann zu Bugs führen. Aber wir haben keinen ME-Exporter in die Smeltery, also weiß ich gar nicht, wie das hier zustande kommt. Also das hier wird regelmäßig weniger, aber es dauert irre lange. Ich glaube, ich stelle mal ganz kurz auf Aluminium um und hole die Blöcke hier raus. Das heißt, ja, er wird jetzt auch versuchen, hier drüben Aluminium reinzukippen. Was? Warum kannst du immer noch Seed Bricks herstellen? Maschinen machen mir Angst. 17 Aluminium, das sind keine zwei Blöcke. Das ist ein Block. Eisen kann raus. Sehr gut. Oh, stopp, 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 stopp. Erstmal wieder auf Aluminium. Umstellen, den Block voll machen und dann kannst du auf Eisen umstellen. Komm, weg hier. Genau, so. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ich brauche einen Fluid Exporter. Ich brauche nämlich einen Induction Smelter, der funktioniert. Und dann haben wir ganz viele Sachen zum Herstellen. Primär die Netherbricks. Kling, kling, kling. So. Eisen da rein. Wir hätten gerne einen Basic Exporter. Ja, ein. Dann hätten wir gerne Precision Exporter. Ein. Dann hätten wir gerne Fluid Exporter. Ein. Oh, und ein Bucket mit Lava. Gib mal ein Bucket. So. Klauen wir hier. Gehen wir runter. Da. Also wir hatten wieder eine kleine Unterbrechung im Bau, weil halt im E-System Ressourcen frisst. Aber es war bei weitem nicht so lang wie die letzten Folgen. Also es mausert sich langsam. Sogar die Eisenproduktion, dank unserer super Rüttleranlage hier. So, du hast jetzt also durchgehend Strom. Wir können jetzt mehrere Sachen reinschmeißen. Es gibt ein paar Rezepte. Aber uns interessiert primär... Ah, wo ist es denn? Crushed Obsidian plus Blei. Oh, was ist das denn da? Manyllium. Ah, okay. Gold und Silber können wir direkt zu Elektrum machen. Können Invar herstellen. Also es gibt ein paar interessante Rezepte, die es nur mit dem Ding hier gibt. Und ich habe das Rezept übersprungen. Aber ja, es war Pulverized Obsidian. Das heißt, wir gucken mal im System, ob wir noch Obsidian haben. Haben wir. Das pulverisen wir. Und dann mit Blei kombinieren. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Obsidian. Ist hier schon eine Pulverform irgendwo? Da. Pulverized Obsidian. Mit Blei. Ist egal, ob es gepulvert ist oder nicht. Okay. Das ist gut. Das heißt, du pulverized das Obsidian. Du pulverized das Obsidian. Komm gleich ins ME-System. Dann kommt es woanders raus. Wir schnappen uns Blei. Lead. Ah, war auch nicht so viel. Nehme ich mal lieber das Pulverized von. So. Und Obsidian. Da ist es schon. Ich glaube, man brauchte mehr Blei als Obsidian. So und so. Bald rum. Das ist das falsche Blei, hä? Ja, ich denke, es wird nicht das Blei von Ex Nihilo. Oder Ex Nihilo.
anerkennen, ne? Das ist doof. Du, da rein, da rein. Dann gib mir halt das Blei. Dahin. Blei. Ja, sieht schon besser aus. So, und das müsste uns jetzt das Zeug geben, was wir brauchen. Nämlich Hardened Glass. Sehr schön. Okay, Netherrack und was war das andere? Wie kriegen wir Nether Brick? Brick. Nether Brick Slab. Nein, Nether Brick. Aus den Nether Bricks? Oh. Einfach Netherrack einschmelzen. Oder so, dann haben wir Nebenprodukt das da. Ich glaube, ich mache einfach direkt Netherrack einschmelzen. Gut, also wir brauchen nur wieder unsere lustige Aktion hier. Haha. Wo? Hier hinten. Da. Du. So, aber jetzt können wir das direkt von hier kappen. Da, da, klick, klick. Da, da, klick, klick. Da, da, klick, klick. Ich glaube, wir brauchen 4 insgesamt. Was jetzt schon 4 sein müssten. Hä? Ah, da bist du. Okay. Also 4 Stück. Oh, nee. 4 Stück machen gerade mal 4 dieser Mini-Bricks und die müssen wir dann hochkombinieren zu so einem ganzen Ding. Au. Oh. Und zwar braucht doch ziemlich viel Obsidian. Gut. Du da rein. Warum klappt das nicht? Ihr habt doch gesehen, dass man aus Netherrack... Warte. Ach, stinknormales Smelting. Hast du noch Soul Sand? Nee, natürlich nicht. Haben wir noch Sand im System? Ja. Also wir hätten gerne 2 Stacks Soul Sand, weil es ist wohl doch effektiver, das in dem Induction Smelter zu machen. Und ich verhungere gerade. Haben wir irgendwie Toast oder so? Haben wir Äpfel? Ja, okay. Äpfel und Juicer bitte. Ach, das ist Apfelsaft. Ist doch gleich viel einfacher. Sehr schön. Also, in den nächsten Folgen. Wir... stellen mehr Netherrack her, wir stellen Soul Sand her, wir machen daraus diese Nether Bricks, die wir brauchen für den Magma Crucible. Dann bauen wir den Magma Crucible und fangen an, die Redstone Energy Conduits zu bauen. Und dann kommen hier oben drauf. Wie machen wir das? Das ist eine sehr gute Frage. Theoretisch. Puh. Das ist doof. Theoretisch müssten wir jetzt über die Exporter hier nochmal Exporter stellen, die das Ganze dann nach oben zeigen. Aber Fluid Exporter. Und da kommen dann die Dingens drauf. Oder wir arbeiten weiter mit den Pipes hier. Dann machen wir einfach 2 Fluid Ducts nach oben. Kann ich hier schon mal andeuten. Da, da. Hier ist ja immer noch der Exporter. Also werden die Exporter fortgeführt. Und in der Reihe drüber kommen die hier. So. Und da drauf kommen dann die Conduits, diese Redstone Conduits, die wir jetzt herstellen wollen. Und die speisen unser Energienetz. Oder ein Tesseract später. Oder müssen wir gucken. Ja, mir gefällt die Mischung aus Ducts und Exporter nicht. Und wenn wir das alles mit Exportern machen, dann ist das sehr viel Ressourcen. Sehr, sehr viel Ressourcen. Müssen wir gucken. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Und arbeiten dann in den nächsten Folgen weiter an... Was? Ja, man sollte sie auch reintun. Also ich bleibe jetzt hier stehen, damit ich hier raufstarre, damit wenn ich nachher wieder anfange aufzunehmen, ich weiß, wir wollen Soul Sand haben, um Netherbricks herzustellen. Also bis gleich.